Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kennt ihr den Spruch, jede Narbe hat eine Geschichte? Nun, heute möchte ich euch meine Geschichten erzählen. Irgendjemand hat mir mal gesagt, dass eine Narbe ein Beweis für einen Kampf ist. Ein Kampf in einer Schlägerei. Kampf im Krieg, die sich jemand zugezogen hat. Oder Kampf gegen eine Krankheit oder sonstiges. Kampf ist Kampf. Jedoch, wenn man es recht überlegt, wenn einer eine Narbe aufgrund von einer Schlägerei oder einem Krieg hat, wird die Narbe oft als heldenhaft angesehen. Wenn sie aber jemand aufgrund einer Krankheit hat, Operation oder ähnliches, wird man irgendwie komisch angeschaut. Zumindest geht mir das so, wenn ich hier so oberkörperfrei ins Schwimmbad gehe oder sonst wo. Ich schäme mich teilweise für meine Narben, weil mich jeder komisch anguckt, teilweise angeekelt. Das verletzt mich. Und da frage ich mich, warum? Warum werden Narben in einer Schlägerei oder im Krieg als heldenhafter angesehen, wie bei zum Beispiel einem Mukoviszidose oder Krebspatienten, der jahrelang gegen eine Krankheit kämpft, die er nicht besiegen kann und sich trotzdem versucht, nicht unterkriegen zu lassen, mit Operationen und so weiter, immer wieder aufs Neue versucht, dass ihm ein bisschen besser geht. Und dann wird er mit einem ekelerregenden Gesichtseindruck angeschaut. Nur weil er Narben hat. Und da frage ich mich, warum? Und deshalb drehe ich heute dieses Video, um zum einen mir selbst zu beweisen, dass die Narben nichts sind, wofür ich mich zu schämen oder zu ekeln brauche. Zweitens, euch da draußen hoffentlich auch mitzuteilen, dass ihr euch für eure Narben nicht zu schämen braucht und nicht zu ekeln braucht, sondern dass ihr eher stolz darauf sein könnt, dass ihr diese Kämpfe, diese Operationen und so weiter bisher überstanden habt. Und drittens, all jenen da draußen mitzuteilen, dass nicht nur Kriegsnarben heldenhaft sind, sondern auch solche Narben von Krankheiten, Operationen oder sonstiges, von Personen, die so etwas überstanden haben und trotzdem versuchen, weiterzukämpfen. Und möchte euch hoffentlich ein bisschen erkenntlich machen, dass selbst solche Narben, so viele Narben, durch so schwere Krankheiten irgendwie eine einfache, simple Erklärung haben, wofür die Patienten oftmals überhaupt nichts können. Nun möchte ich euch aber noch ein bisschen was über meine Geschichten, ja, beziehungsweise mein Buch voller Narben erzählen. Ich fange mal hier am Bauch an mit diesen beiden Narben, die stammen von einer Magensonde, also einem Schlauch, über den ich künstlich ernährt wurde nachts, weil ich damals einfach nicht viel essen konnte. Die kleine Narbe hier oben, ich weiß nicht, ob man sie sieht, stammt auch von einer Magensonde ab, die sich aber nach 2 Tagen entzündet hat und deshalb entfernt werden musste. Die 3 kleinen Narben hier, 1, 2 und 3, und noch hier am Bauchnabel, stammen von der Fundoplicatio ab, über die ich euch schon mal erzählt habe, wo also mein Mageneingang verkleinert wurde. Die Narben hier oben sollte der ein oder andere Krebspatient kennen. Die stammen nämlich von einem Portkatheter ab. Ein Portkatheter ist ein etwas so großer Katheter, der in die Brusttasche genäht wird, mit einem Schlauch durch die Halsvene, über den man dann von außen per Infusionsnadel Infusionen zuführen kann. Diese Narben am Hals stammen von mehreren ZVK-Kathetern ab, zentralen Venenkatheter. Die habe ich damals bei meiner Transplantationszeit bekommen, das ist ein Schlauch, der von außen durch die Halsvene geführt wird und dann hier festgenäht jeweils. Nun zu den 2 größten und wahrscheinlich auch wichtigsten Narben, die ich habe. Diese hier, unterhalb des Brustmuskels. Wer kann erraten, woher diese Narben stammen? Richtig, von meiner Lungentransplantation, wo hier unterhalb aufgeschnitten wurde, Lungenflügel entlüftet, rausgenommen, nächster Lungenflügel rein. An der Seite, hier und auch auf der anderen Seite, befinden sich auch nochmal 2 kleine Narben dicht untereinander. Die sind auch von der Lungentransplantation und zwar wurden da 2 Schläuche reingemacht,
hier zwei und hier zwei, die einfach dafür da waren, um das ganze Blut, das da entstand, rausfließen zu lassen. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen Kranken vielleicht jetzt ein bisschen Mut machen konnte, dass seine Narben einfach nichts Schlimmes sind. Und hoffe auch, dass ich ein paar Gesunden zeigen konnte, dass diese Narben durch Operationen oder so oftmals mit einem harten Kampf auch zu tun haben und deshalb genauso Respekt verdienen und nicht irgendwie ekelerregend sind oder sonst was. Klar, es ist was, was nicht jeder hat. Und bei etwas, was einfach nicht jeder hat, guckt man erstmal. Aber versucht doch dann mal, die Person nicht anzustarren, sondern kurz hinzuschauen und zu lächeln. Dass derjenige oder diejenige das Gefühl hat, das, was er hat, ist nicht ekelerregend, sondern okay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst mir doch ein Like da. Und hier könnt ihr meinen Kanal ganz leicht abonnieren. Hier und hier seht ihr meine beiden Videos über Depression und Angstzustände. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da vorbeischauen würdet. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder einschalten würdet. Und bis dahin, tschüss.